So, für wen entscheide ich mich? Für den hier. So wie in jedem Let's Play, wo ich Namen vergeben kann. Die Frisur werden wir auch noch schnell ändern. Was bin aktuell ich? Ja, kommt gut hin, ja. Ja, das ist doch perfekt. Das passt da. Jo. Einschreibung. Traumakademie. Sprache Deutsch. Name Lucky. Okay. Registrierung abgeschlossen. Traumakademie. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Direktor Clavel, Leitung der Traumakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischen Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamen Wesen, die man Pokémon nennt. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traumakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus aller Region zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schüler dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freude und Pokémon, sondern auch... Oh, verdammt. Wir alle freuen uns darauf, bald an der Traumakademie begrüßen zu dürfen. Und damit, meine lieben Freunde, ein Hallo und herzlich willkommen! Ich bin's, euer PlayTV, und begrüße euch zu Let's Play Pokémon Purpur! Oder den Namen, den ich lieber habe, Pokémon Violet, die englische Version des Spiels. Let's go! Ja, eigentlich, wenn wir es genau nehmen, das zweite Pokémon Let's Play. Doch das erste habe ich abgebrochen, weil es mir nicht so gefallen hat, wie ich es gestartet habe.
Deswegen ist es jetzt Pokémon Purpur, das erste Pokémon Let's Play auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ja, und was wir hier sehen, sind Zwischensequenzen und auch in, so wie in anderen Let's Plays, in den Zwischensequenzen bin ich nicht zu sehen. Sonst wird dieses Let's Play natürlich im Greenscreen aufgenommen. Okay. Es ladet. Speichervorgang. Da sind wir. Einen wunderschönen guten Tag. Gehen wir ein bisschen herum in unserem schönen Zimmer hier auf Paldea. Diese Raffelpuppe wurde aus besonderen weichen Materialien hergestellt. Okay. Oh, da hinten haben wir was Cooles. Eine neue Nintendo Switch Konsole mit großem Bildschirm. Das ist eine Karte von Paldea. Dein Haus liegt im Süden. Okay. Immer das doch. Die Sonnenstrahlen haben dein gemütliches, weiches Bett wunderbar aufgewärmt. Hier hängen dein Hut und dein Beutel. Dafür ist aber noch nicht die rechte Zeit. Okay, dann gehen wir mal Orbe. Oh, ein Raffel. Raff! Okay. Okay. Wow. Was eine geile Küche. Wer ist das? Guten Morgen, Luki. Mama? Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Ding dong! Oh, na, das klingt doch perfektes Timing. Schau bitte mal nach, wer an der Tür ist. Machen wir. Ding. Also, eins kann ich jetzt schon sagen. Ich finde die Charaktermodelle und die Pokémon-Modelle mega cool. Was ist denn das? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du musst dann also Lucky sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich halt noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas? Das ist ja der Direktor. Höchstpersönlich? Nun, immerhin bin ich für die Unzähligkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die Ihr Sohn für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Luki, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Okay, Mama. Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen? Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an.
Das mit der Facecam müssen wir noch ein bisschen besser mit dem Timing machen. Also ich glaube, nach der ganzen Haussequenz werde ich einfach die Facecam die ganze Zeit einlassen. Stup, stup, stup. Hey, der lässt immer Stufen aus. Respekt. Ich finde da, die Haare, die passen echt aktuell zu meinen Originalhaaren. Also aktuell, ich habe ein bisschen so ein Undercut. Das passt echt gut zu, aber zu mir. Perfekt, dann nehmen wir unseren Hut und unseren Beutel. Möchtest du deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Yes! Abenteuerfibel. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählst du dort Speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sichern. Solche hilfreichen Tipps für dein Abenteuer kannst du dir jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Du findest sie in der Basis-Item-Tasche deines Beutels. Beutel, Einstellungen speichern. Eigentlich schon geil, gell? Cool. Ich finde generell, also, ja, reden wir dann, wenn wir einmal aus dem Haus sind, weil das Haus ist echt schön. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht ein Musterschüler unserer Akademie aus. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Okay. Und ab jetzt Facecam die ganze Zeit ein. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Es ist Tradition, einem neuen Schüler der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Flori, das Flora-Katzen-Pokémon. Das ist Kroko, das Feuer-Kroko-Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir Quarks, das Jungenten-Pokémon. Sie sind alle sehr anhänglich, meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Nanu? Rose scheinen dich sehr interessant zu finden. Da bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du deine Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, gegenüber deiner Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eines entscheiden? Ich hab mich schon entschieden. Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich zur Feier deiner Aufnahme. An der Akademie. Du erhältst ein Smart Rotom. Smart Rotom wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut.
Smart Rotom. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischen Apps. Okay. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch, pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Let's go. Oh. Also, etwas kann ich jetzt schon sagen. Ich finde Pokémon Purpur bzw. Pokémon Karmesin nicht von der Grafik hässlich. Es gibt andere Fehler vom Spiel, klar, die hat's. Die Grafik ist jetzt auch nicht das Beste. Gegengift. Geilo. Die Grafik ist jetzt auch nicht so wie ein Breath of the Wild oder so. Aber gegenüber Pokémon Legenden Arceus sieht das viel besser aus. Und ja, also das ist einmal der erste Punkt, was ich sag, das Spiel gefällt mir. Das Spiel schaut super aus. Nächster Punkt. Ich freue mich auf dieses Let's Play mit euch zusammen. Denn ich bin bei Pokémon ganz komisch beim Spielen. Ich spiele Pokémon nur zu einer gewissen Zeit. Wenn diese Zeit mich dann langsam loslässt, ist für mich sowas wie kein Bock mehr. Ein schnelles Wort. Trank, lol. Ein schnelles Wort, was ich sofort sage. Deswegen, ich möchte dieses Let's Play echt schön genießen. Mit euch die Pokémon-Liga und alles machen. Und ja, auf das freue ich mich schon. Kurz zur Partlänge. Jeder Part wird so circa 20 Minuten. 20, 25 Minuten. Um den Schnitt. Und sonst haben wir endlich alles. Gehen wir mal weiter ein bisschen. Also eins der Sachen, was für mich das Game schon ein bisschen klein wenig negativer macht, das sind die Frame Drops. Aber die sind auch noch erträglich. Okay, was ist denn? Chucharico. Okay. Oh, endlich Rennen. Marvel-Fan. Oh, Gott sei Dank. Was? Die Macht der Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktionen kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Ah ja. Da hat er jetzt gerade was gespoilert, dass man zu dritt spielen kann und dass das sehr auf dem Online-Multiplayer sogar ausgelegt ist, das Game. Ich darf jetzt einmal da an der Seite entlang, aber nee. Was sagst du auch noch was? Das hier ist Chucarico. Ein kleiner, aber feiner Ort. Ah ja. Okay, gehen wir mal weiter. Sind die Pokémon hinter mir? Jo, das sind sie. Let's go. Eine Zwischensequenz. Und weg sind die Pokémon. Felori ist wohl auch süß. Darf man nichts dagegen sagen. Felori ist echt ein süßes Pokémon. Und Kokel auch. Die Ente ist auch süß, aber nicht so süß wie die anderen zwar. Achoo! Oh, cool. Bist du der Trainer dieser Pokémon? Nicht ganz, noch hat sich Lucky noch nicht für eines der drei entschieden. Okay, jetzt wird's ernst. Auf welches Pokémon seine Wahl wohl fallen wird? Meine Wahl ist gefallen.
Und zwar wird uns in Pokémon Purpur. Hallihallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deinen neuen Mitschüler Lucky vorstellen? Oh! Hab ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Yep. Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Emilia. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie. Aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbar, lass uns doch Freunde sein. Yes. Hehe, das war die einzige und richtige Antwort. Wir kommen hier sicher super miteinander klar. Emilia ist unsere Schulsprecherin. Solltest du wissen. Und nicht nur, dass sie außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Ich liebe die Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Nun, sei mit deinem neuen Klassenkameraden nicht so ungestüm. Ihr werdet gegen genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also, lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut! Da können wir ja kämpfen, so viel wir wollen! Nun denn, Lucky. Ja, kurz wieder zurück. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Yep. Und zwar wird uns im Let's Play Pokémon Purpur der Liebe... Krokel mit begleiten! Oh Gott, die Schatten! Hilfe! Das ist Krokel, ein Feuer-Pokémon. Wenn es ein Funkel versprüht, gehen sämtliche Pflanzen in Flammen auf. Du willst also das Feuer-Pokémon Krokel? Ist das richtig? Yes! Du hast dich für Krokel entschieden. Möchtest du Krokel einen Spitznamen geben? Nein! Denn das ist auch eine Neuerung, oder die erste Sache im Let's Play. Ich werde meinen Pokémon keine Spitznamen geben. Im ersten Let's Play, im zweiten Let's Play dann schon. Boah, ist das süß! Krokel scheint dich auch zu mögen, Lucky. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Swoop! Du hast dir also Krokel ausgesucht, was? Also wenn du mich fragst, passt es super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab. Direktor Clavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hast du denn bei der Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Lucky bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihm ein neues Pokémon trainieren. Hoho, das klingt nach einer wundervollen Idee. Da möchte ich sehen, wie du mit Lucky einen Neufang startest. Oh. Spitze, vielen Dank. Wenn Lucky Krokel hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Felori. Also gut. Eigentlich bist du komplett lost, Emilia. Du bist Typ Nachteil. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich. Also komm vorbei, wenn du bereit bist.
Nemilia ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Ja gut, Leute. Aber dann würde ich sagen, was das mit dem ersten Part? Wenn euch das Let's Play Pokémon Purpur gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sagen wir tschö mit Ö, ciao mit V. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Purpur. Bis dann, euer PlayTV. Servus. Hey, call. Hey, call.